Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interior. Heute geht es um Gaming. Und zwar nicht um die Technik, sondern wie ihr euren perfekten, ultimativen Gaming-Raum einrichtet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich fange heute in einem leeren Raum an und suche die perfekten Möbel für das perfekte Gaming-Zimmer. Soll ein Raum sein, auf den ich mächtig stolz sein kann, in dem ich streamen kann und Freunde zum Zocken einladen kann, sodass wir stundenlang hier abhängen und richtig viel spielen können. Ich möchte zwei Bereiche einrichten, und zwar einmal einen Tisch, in dem mein Rechner und die Monitore Platz haben, und zum zweiten eine kleine Chill-Area mit Couch, TV und Konsole. Die Möbel sollen dunkel sein, damit sie sich schön an die Technik angleichen, und bei der Beleuchtung will ich eine indirekte Beleuchtung. Wir starten mit dem Herzstück des Gaming-Raums, mit dem Schreibtisch. Hier ist es wichtig, dass ich genügend Platz auf dem Schreibtisch habe für meine Technik. Gaming-Stühle, Achtung Wortspiel, sind ein echter Game-Changer. Sie müssen bequem sein und du musst stundenlang drauf sitzen können, damit du stundenlang zocken kannst. Und jetzt werde ich mal schön Probe sitzen. Ich brauche auch noch was, wo ich meine Konsole reinstellen kann. Da versuche ich mir jetzt ein Lowboard. Und zwar ein cooles Teil mit modernen und klaren Formen und der Farbe, die zur restlichen Einrichtung passt. Ich bin zurück, habe gefunden, was ich brauche. Den Tisch platziere ich als erstes. Das Wichtigste am Gaming-Tisch ist, dass du viel Platz für die Monitore hast, dass du verschiedene Höhen hast und Ebenen hast, wo du zum Beispiel hier die Tastatur platzieren kannst und hier die Monitore und den Kopf nicht schieflegen musst, sodass dein Nacken entlastet ist. Und du hast hier einen kleinen Ausschnitt im Schreibtisch, sodass du schön nach vorne rücken kannst und so nah wie möglich an den Monitoren bist. Was darf an einem Gaming-Tisch nicht fehlen? Der Rechner. Der steht am besten nicht auf dem Boden, sondern im Schreibtisch drin. Dafür muss natürlich auch Platz sein und hinten sollte offen sein, dass alles schön belüftet ist. In meinem Gaming-Raum benutze ich nur indirektes Licht. So wird kein Licht auf den Bildschirm reflektiert und es stört mich nicht beim Spielen. Deswegen habe ich hier unten den LED-Streifen angebracht. Den habe ich mir zusätzlich gegönnt. So, ich habe mich für einen sogenannten Racer-Stuhl entschieden. Die Art von Stuhl kommt aus dem Motorsport und die Sitzposition ist sehr aufrecht und stabil. Das heißt, ich kann Super Dirt Rally damit spielen. Dein ultimativer Gaming-Stuhl sollte auf jeden Fall eine Lordosenstütze haben. Das ist die hier. Außerdem sollte der Stuhl eine Wippmechanik besitzen, sodass deine Wirbelsäule ständig in Bewegung bleibt und deine Bandscheiben schön geschmeidig bleiben. Die Armlehnen sollten verstellbar sein und ganz wichtig, er sollte sich auf dein Gewicht einstellen lassen. Und kleiner Zusatztipp, Kunstleder ist das Stichwort, falls doch mal ein Getränk daneben geht. So, vielen Dank, lieber Manuel. Ich habe mir noch eine kleine Station eingerichtet zum Konsole zocken. Ja, ich habe mir den Fernseher an die Wand gehängt, das sieht einfach aufgeräumter aus. Und im Lowboard hier kann ich meine Technik super verstauen. Und hinten gibt es keine Wand, das heißt, ich kann die Kabel super durchführen und die Technik ist immer gut belüftet. So, hier haben wir jetzt ein richtig schönes, bequemes, vielen Dank Manuel, Sofa, auf dem man es lange aushalten kann. Es hat eine schöne Tiefe und eine Federkernpolsterung und es ist außerdem ein Schlafsofa. Meine Lieben, kleiner Profi-Tipp, beim Zocken auf keinen Fall das Trinken vergessen. Und einen Kühlschrank besorgen. Ich habe mich für dieses Teil hier entschieden. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt schöne Kühlschränke, aber der hier ist was ganz Besonderes im Retro-Design. Die rote Farbe peppt den Raum so ein bisschen auf. Und das Coole ist, er ist geräuschlos. Das heißt, ich kann mich super konzentrieren, vielleicht auch mal bei einer Twitch-Session. Und ja, er steht perfekt zwischen Sofa und Tisch.
Das heißt, ich kann super drauf zugreifen. Prost! Jeder Raum braucht Persönlichkeit, deswegen habe ich hier noch ein paar coole Poster besorgt und so ein paar kleine Nerd-Sachen. Hier hinter mir habe ich was richtig Besonderes, und zwar eine smarte Wandleuchte. Die ist gekoppelt mit dem Fernseher und zeigt quasi die gleichen Farben an. Und das Coole ist, ich kann sie mit weiteren Dreieckselementen erweitern. Cool, hä? Ich finde, der Raum ist richtig geil geworden. Hier gibt's keine Ablenkungen und alles dreht sich rund ums Zocken. Wir haben einen großen Tisch, auf dem genügend Platz ist. Der sieht professionell aus. Wir haben einen Stuhl, der gut für meinen Rücken ist. Und die Technik sieht richtig schick aus zwischen den dunklen Möbeln und klaren Formen. Dann würde ich sagen, meine Freunde können zum Zocken kommen. Und wenn ich Lust habe, kann ich sogar aus dem Raum streamen. Viel Spaß. Jetzt geht's weiter.